Willkommen auf dem Kanal von Melbourne MTG. Es gibt Modern Horizons Unboxing Nummer 4. Also technisch gesehen Nummer 5, aber 4 von dem Case, wo 6 Stück drin sind, ist es das vierte Display. Passt. Alles weitere noch Intro. So, wie angekündigt, starten wir die Verlosung. Wir nehmen wieder den Random Common Picker. Urline. Was haben wir? 23 Views. Ja, schaut gut aus. Und der Gewinner ist Capri. Viel Spaß mit dem Gewinn. Danke und weiter geht's mit dem Video. Und wir starten los. Also, das letzte Display war extrem gut. Den Foil First Sliver. Damit, dass wir das nochmal so gut toppen können. Aber wir werden versuchen. Vielleicht ziehen wir einen Foil Ursa oder sowas aus. Aber schauen wir, was wir machen können. Das passt nicht. Falsche Hand. Und wir starten schon sehr stark. Eines der Länder. So. Und weiter geht's. Reap the Past. Und ein Foil Bear Token. Und nochmal Sisse. Hatten wir im vorigen Display schon, im Vorfolgen hatten wir zweimal da. Also Sisse haben wir mal einen leichten Sisse Overload. Aber ja, okay, im Grunde kann man nie genug Sisse haben. Hogak ist auch eine gute Karte. Vom Value her sehr stark. 13, 14 Euro oder so in dem Bereich. Also durchaus nicht übel. Ah, erste Foil Snow Covered. Mountain. So. Eladramaris Core. Gut, der erste Mythic. Mr. Yawgmoth. Und erste Foil. Also erste Foil, normale Karte. Goblin Oriflame. Goblin Engineer. Und ein Foil Shapeshifter. Hall of the Heliot. Sehr gut. Und ein schöner, den wollen wir genau anschauen. Ein richtig schöner Birding Boards Box. Schaut cool aus. Mit dem, fast ausschaut wie Lampen oder Diamanten oder irgendwelche Avocados. Oder was auch immer, aber schaut cool aus. Ja. Beste von den Ländern, also das Beste vom Value her und auch von den Farben Rot-Blau, eine der schlechten Kombinationen. Force of Virtue. Vampire. Ja, ein Foil-Element. Ah, Element, Elephant. Lightning Skelemental. Das ist kein Elemental, ist ein Skelemental. Collectors. Ah, Foil Rare.
Diesmal nicht so prickeln, Meta Spirit. Ah, sie ist ein Foil. Ah, mythic. Sword und der Foil. Sword of Truth and Justice. Ja, das nächste gute Land. Waterlocked. Growth. Winds of Eberron. Future Sight. Dann Bazaar Great Mage und ein Foil Bird. Weiter geht's mit. Oh, nächste Mythik, Hexdrinker. Haben wir im allerersten Video schon mal gehabt. Nicht zu dem Case, das ist eine gute, sehr gute Karte. Force of Reach, ah, ein zweiter Foil Snow Covered Mountain. Haben wir schon einen Foil Token gesehen? Ein Nether Spirit und ein Foil Spider. Endling, die ist noch nicht am Ende, mittendrin. Force of Vigor. Das ist ähnlich wie bei die War of the Spark Booster, wenn man ein Finale erwischt, erwischt man alle Force. Foil Spirit. Illusion. Plague Engineer. Ah, Cloud Shredder Sliver. Und noch ein Foil Elemental. Thin on Ice. Den haben wir noch nicht zusammen bis jetzt. Ist ja auch ein Mythic, wo man kriegt. Das Bären-Enchantment. Oh, noch ein Pyromancer. Und ein Foil, die erinnern mich immer, also ein Foil Goblin, erinnern mich immer an WoW, die Schulterpanzer, aber da waren es von Krieger, Ork-Krieger mit den Schulterpanzern, zum Beispiel, oder Jäger, das gehört man gehabt, oder Schamane, bin mir nicht sicher. Der Unsettled Mariner. Oh, der Hogak, sehr gut. Oh, das ist ein cooles Foiling. Spell Snuff. Richtig hübsch. Sehr hübsches Foiling. Die Karte selber ist ein Counterspell. Mit ähnlich wie einem normalen Cancel oder so. Nur wenn man wenig Leben hat, kriegt man noch eine Karte. Das ist so nicht übel. Ah, da ist die nächste gute Karte. Force of Negation. Der neue Counterspell im modernen Format. Keine Force of Will und keine Pact of Negation. Der eine Force, der Bär.
Und er hat schon mal offen gehabt, ich weiß nicht mehr genau, aber ein Bär mit Bär-Artwerk. Zwei Booster noch. Merit Large Slumber. Und noch ein Shapeshifter. Und im letzten Booster. Ah, sehr schön, noch eine Sierra. Gut, nicht schlechtes Display. Nicht so stark wie das letzte. Aber sehr, sehr gutes Display auch. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonnieren, Kommentar lassen und man sieht sich im nächsten Video.